Sie wollen mich wirklich bei Ihrem Dessous-Startup dabei haben? Und das, obwohl ich noch im ersten Lehrjahr bin? Ja, wir würden natürlich darauf achten, dass das nicht zu kurz kommt. Aber ich habe mit Rebecca schon gesprochen. Sie würden sozusagen nebenbei für uns arbeiten, als Zweitjob. Aber mit Arbeitsvertrag und als feste Mitarbeiterin. Also, wie sieht's aus? Sind Sie an Bord? Ich würde wirklich nichts lieber tun. Aber ich fürchte, es geht nicht. Leider. Aber warum denn? Sie wollten doch so gern. Das will ich auch nach wie vor. Aber ich habe bereits einen Zweitjob, und zwar bei dem Escort-Service. Um, wie Sie wissen, den Klinikaufenthalt meiner Mutter zu finanzieren. Diese Klinik ist wirklich wahnsinnig teuer. So viel können Sie mir als Näherin gar nicht zahlen. Wirklich. Ich würde so gerne annehmen. Und lieber heute als morgen mit dem Escort aufhören. Aber ich brauche das Geld. Und drei Jobs gleichzeitig. Vielen Dank für alles. Ja. Sie beide, Sie sind toll. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sie haben es verdient. Danke. Gräfin Landstein, stimmt doch etwas mit dem Prototyp nicht? Nein, 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 es ist alles in Ordnung, ganz im Gegenteil. Ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Ich weiß Ihre Bemühungen wirklich zu schätzen und ich würde so wahnsinnig gern bei Ihnen einsteigen, aber... Sie können es sich nicht leisten wegen des teuren Klinikaufenthalts Ihrer kranken Mutter. Das habe ich schon verstanden. Frau Baumann, ich betreue seit Jahren die Jana von Landstein Stiftung. Mit dieser Stiftung unterstützen wir etliche Projekte und Einrichtungen. Und unter anderem auch die Klinik, in der Ihre Mutter untergebracht ist. Ach, wirklich? Dann glauben Sie also auch, dass es eine gute Einrichtung ist? Ja, das ist es. Das weiß ich. Es gibt eine Härtefallregelung, nach der man den monatlichen Kostenbeitrag um die Hälfte senken kann. Ja, ich weiß. Aber wir sind nicht als Härtefall anerkannt worden. Doch, jetzt schon. Ich habe mit dem Verwaltungsdirektor gesprochen und er hat Ihren Fall noch einmal geprüft. Positiv. Und das ist die Summe, die wir Ihnen als Einstiegsgehalt zahlen. Das ist nicht ernst. Ja, ich weiß, selbst die Hälfte der Kosten für die Klinik sind noch eine Menge Geld. Und zwei Jobs als Schneiderin, das bedeutet eine Menge Arbeit und Überstunden. Aber ich könnte das schaffen. Wenn die Hälfte der Behandlungskosten meiner Mutter wegfallen, dann könnte ich das wirklich schaffen. Sicher? Ja, verdammt nochmal! Und wissen Sie, was das heißt? Ich muss nie wieder als Callgirl arbeiten. Ich brauche den Escort-Service nicht mehr. Ist doch wunderbar, dann sagen Sie den Herrschaften am besten gleich Bescheid. Keine Sorge, Frau Baumann. Sie werden bei uns genug Geld verdienen, dass Sie für Ihre kranke Mutter sorgen können. Das ist versprochen. Wiederhören. Ich hab's getan. Ich habe bei dem Escort-Service gekündigt. Danke. Ohne Sie hätte ich das niemals geschafft. Doch, doch, das hätten Sie. Vielleicht hätte es ein bisschen länger gedauert, aber... Ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. Davon bin ich überzeugt. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Frau Baumann, das ist ganz alleine Ihr Verdienst. Wir haben Sie vielleicht ein bisschen geschubst, aber gesprungen sind Sie selber. Vergessen Sie das nie. Ihre Mutter kann sehr stolz auf Sie sein. Ich freue mich. Jede Menge gute Neuigkeiten, nicht wahr? Du weißt gar nicht, was gerade passiert ist. Lass mich raten, das gefallene Mädchen wurde gerettet von Lisbeth, der Mutter der Nation. Du siehst, ich weiß Bescheid. Vor allem sehe ich, dass du dich kein Stück mit mir freust. Obwohl ich mit dem Escort-Service aufhören kann. Das hättest du schon viel früher haben können. Aber das wolltest du ja nicht. Ich habe sogar schon gekündigt. Deinetwegen. Aber dann hast du ja Tanja geheiratet. Diese Heirat hätte nichts zwischen uns geändert. Sie hat alles geändert und das weißt du auch. Ja. Jetzt soll ich mir das noch aufs Brot schmieren lassen?
Gar nicht mehr. Ich will auch nicht streiten. Ansgar, ich habe jetzt einen Job, bei dem ich wirklich gut verdiene. Und außerdem hat die Klinik die Behandlungskosten für meine Mutter gesenkt. Ich bin endlich unabhängig. Ja, das war ja immer so wichtig, unabhängig sein. Bloß keine Hilfe annehmen, egal von wem, nicht mal von mir. Dem Mann, der dich liebt. Ich hätte die Behandlungskosten komplett übernommen, aber war ja offensichtlich nicht gut genug. Wenn ich dir wirklich so viel bedeute, wie du immer behauptest, warum kannst du dich nicht einfach für mich freuen? Freuen? Ich habe dich so oft gebeten, die Prostitution an den Nagel zu hängen. Ich hätte dir alles dafür gegeben. Und dann kommt Lisbeth, eine Frau, die du nicht mal kennst, und du fällst ihr um den Hals, als wäre sie die gute Fee? Frau Schneider und Gräfin Weinstein haben mir gar nichts geschenkt. Das habe ich allein geschafft, mit ehrlicher Arbeit. Ja, und ich hätte dir das Geld gegeben, ohne dass du dafür arbeitest. Ich hätte nur akzeptieren müssen, dass du mit einer anderen Frau zusammenlebst. Nicht mit mir. Und deshalb wollte ich auch nicht dein Geld annehmen. Weil ich mich nicht von dir kaufen lasse. Diese Selbstverwirklichungsquatsch, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das ist so typisch. Ich habe dir gerade zum 1000. Mal erklärt, dass ich unabhängig sein will. Und du kapierst es einfach nicht. Ich habe vor allem kapiert, dass ich in deinem Leben keine Rolle spiele. Das ist doch Quatsch! So? Wieso darf dir denn jeder andere helfen, nur ich nicht? Hättest du tatsächlich Vereinbischung, wenn man mir einen bezahlten Job anbietet? Ich will unabhängig sein, damit ich für meine Mutter und mich sorgen kann, und zwar ohne fremde Hilfe. Vielleicht haben deine bisherigen Beziehungen ja nur so funktioniert, dass du Frauen mit Geld von dir abhängig gemacht hast. Mir war das nie wichtig. Dir war das nie wichtig? Was ist denn mit deiner Mutter, für die du unbedingt Geld verdienen musstest? Angeblich ging es doch die ganze Zeit hier nur um die Scheißkohle. Aber das hatte doch nichts mit dir zu tun. Von dir wollte ich nie Geld, und das weißt du auch. Aber wenn du einer Frau kein Geld geben kannst, dann bist du ja komplett überfordert. Weil du überhaupt nicht weißt, wie du deine Gefühle ausdrücken sollst. Weißt du was, Eva, egal was passiert ist, ich hab dich immer geliebt. Was wolltest du denn noch? Ich wollte, dass du mich respektierst. Stattdessen hast du mich gebucht. Ja, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Und wahrscheinlich mehr als jeder andere Mann, den du je gekannt hast. Und das war wahrscheinlich der Schlimmste von allen. Aber kannst du mir nicht einfach verzeihen? Ich hab's doch versucht. Ich hab's versucht und alles für dich aufgegeben. Und zum Dank hast du Tanja geheiratet. Es tut mir leid. Aber nochmal schaffe ich das einfach nicht. Ja, dann ist sowieso egal, was ich mache. Nach allem, was war, es wird einfach nie genug sein. Arbeitsvertrag hat Elisabeth gerade per Kurier reingeschickt. Ich glaub's nicht. Die beiden sind nicht zu bremsen. Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich da eingelassen hast. Herzlichen Glückwunsch. Du hast echt alles richtig gemacht. Weiß Ansgar eigentlich schon Bescheid? Ja, das ist ihm egal. Aber macht nichts. Ich hab's geschafft. Und zwar ganz allein. Vor ein paar Wochen hast du noch gedacht, dass du den Escort-Shop nie in den Nagel hängen wirst. Und jetzt hast du genau die Lehrstelle, die du haben wolltest. Und dazu noch einen Nebenjob, obwohl du erst im ersten Lehrjahr bist. Du kannst echt stolz auf dich sein. Danke.